Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Folge von Bücher mit Flo. Hallo Flo, schön, dass du da bist. Hallo Dela, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, wir wollten eigentlich im September schon aufnehmen, aber da es uns beide gegenseitig krank umgehauen hat und allgemeiner Unbill geherrscht hat, haben wir uns entschieden, dass wir die September-Folge jetzt in Anfang Oktober legen. Dafür kriegt ihr dann die Oktober-Folge nochmal extra. Wir wollen im September also, dann. Wir werden sehen. wir wollen heute, wie gesagt, deswegen über die Bücher des September reden. Und dazu, wie gesagt, habe ich mir wie immer den Flo gekrallt, denn wir ergänzen uns ja ganz hübsch. Flo, wie war dein Monat? Was hast du so gelesen? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden? Ich habe sehr wenig gelesen und ich bin großenteils unzufrieden. Das ist eine sehr gute Mischung. Dazu muss ich aber auch sagen, also es hat mich gesundheitlich zerlegt. Ich habe also 3 Wochen lang so gut wie gar nichts gelesen, weil ich einfach nicht den Kopf dafür hatte. Und was ich davor gelesen habe, waren wirklich nicht viele Highlights dabei. Ja, naja, aber auch solche Monate muss es geben. Es kommt ja jetzt bald wieder der Winter, dann wird sich das alles wieder einpegeln. Ja, bei mir ist sogar im Winter ein bisschen weniger als im Sommer. Mhm. Aber ja, mal gucken, was kommt. Dann würde ich sagen, fange ich doch gleich mal an mit meinem ersten Buch im September. Wir hatten ja in der letzten Folge schon besprochen, dass ich die Pre-Human-Reihe angefangen hatte. Ich glaube, wo wir aufgehört haben, war ich bei Teil 16. Mittlerweile habe ich auch die Teile 17 und 18 gelesen. Ja, es bleibt eigentlich bei dem, was ich da letztens schon erzählt habe. Das geht halt immer weiter. Also das ist so eine, im Prinzip ist es ein Groschenheft. Aber es macht wirklich Spaß, es tut nicht weh, es ist unnervig. Klar, es ist ein Bullshit-Bingo, aber man kann es echt machen. Also auch die Teile 17 und 18 waren jetzt echt nicht schmerzhaft, sagen wir es mal so. Und für 100 Seiten kann man die Zeit echt aufwenden. Ja, das ist tatsächlich umgerechnet auch Groschenheft-Format. Genau, und sie kosten halt auch wirklich nur 1 Euro. Oder wenn ihr Kindle Unlimited habt, kriegt ihr die auch kostenlos. Also von daher hat man da ja nicht mal Geld verschwendet damit. Und ich bin ja tatsächlich seit vielen, vielen Jahren auch Groschenheftleser. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen weniger geworden, aber immer noch, wenn ich so an einem Regal mal vorbeigehe, kaufe ich mir doch mal hier und da was. Das muss nicht schlecht sein. Nee, wie gesagt, also, das ist... Ja. Das ist zumindest gute Unterhaltung, wenn es gut gemacht eben, ist. Eben, und man hat ja nur auch nicht immer so Zeit für so ein Stand-Ausmaß-Ding. Dann sind halt solche 100-Seiten-Dinger ganz gut, um eben einerseits die Statistik zu füllen, natürlich, aber andererseits eben auch, dass man eben einfach so an einem halben Abend, wenn man so halb breit mit Kopfschmerzen da liegt, trotzdem was gelesen hat und seine Zeit rumgekriegt hat. Also ich bin da echt nicht unglücklich drüber. Ja, so eine lange Klositzung, das passt genau. Prima. Ja, was hast du denn zuerst gelesen diesen Monat, also letzten Monat? Ja, dann mache ich mal mit was weiter, wo ich auch schon öfter davon geredet habe. Ich habe wieder einen Star Trek-Roman gelesen. Mhm. Diesmal wieder einen zur klassischen Serie. Die Stürme der Widrigkeiten von William Leisner. Also die Enterprise kommt ins Hoheitsgebiet einer fremden Macht, einer fremden Domäne, wird da in eine Art Bürgerkrieg verwickelt und stellt dann fest, oh, wir haben uns vermutlich gerade hier mit der falschen Seite angefreundet. Mhm. Es war okay, sagen wir mal so. Also das Konzept klang interessanter, als ich den Roman dann tatsächlich fand. Mhm. Es ist halt wirklich ein klassischer und auch relativ 0815 Star Trek Roman. Aber er passt schon insgesamt so in die Lore rein. Ja, da hatte ich jetzt keine Probleme mit. Mhm. Ich glaube, da achtet der Verlag mittlerweile auch ziemlich drauf, dass das doch schon halbwegs passt. Ja, okay. Naja, gut, ich meine, wenn sie das jetzt als alternatives Universum deklarieren würden, würde das ja auch gehen, aber... Ja, tatsächlich werden die Bücher nicht zum offiziellen Kanon der Serien gezählt, aber die Autoren versuchen da mittlerweile schon
ziemlich aufzupassen. Lustig wird es jetzt, die haben ja Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er haben sie das Recht bekommen, einfach die Serien weiterzuschreiben. Und haben dann wirklich auch mal gut durchgemischt, die Next Generation und Deep Space Nine und all das. Und haben halt eine sehr interessante Fortschreibung dieses Universums geschaffen. Und jetzt steht die Serie Star Trek Picard an. Das war eine Fortschreibung ist, ja. Aber Buchautoren sind an der Serie beteiligt und das heißt, wir haben einen Plan. Ich bin gespannt. Okay. Da habe ich gleich einen ganz guten Punkt, um anzuschließen. Denn ich kenne noch jemanden, der diese Vorliebe für diese Star Trek und Star Wars Romane hat. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Folgen haben wir gesprochen über Vietnam Black von Brett Harmer Barnes. Was ich ja gar nicht mal so schlecht fand. Und ich gar nicht so gut. Genau. Ja, und im Zuge dessen bin ich ihm ja damals auf Goodreads gefolgt und sehe jetzt also quasi, was der Mensch liest. Und er hat momentan auch sehr viele von diesen Star Wars und Star Trek Romanen in der Zerre. Finde ich ganz lustig. Und ich habe jetzt ein weiteres Buch von ihm gelesen und ich muss sagen, ich hatte daran, genauso wie an Vietnam Black, riesigen Spaß. Denn ich habe den Roman Tempest Outpost gelesen. Auch wieder so ein klassischer Pipe, eine klassische Pipe-Geschichte mit Riesenspinnen aus unter dem Meer. Echt coole Charaktere, also habe ich überhaupt nichts zu meckern. Diesmal auch finde ich die Sprache sehr angemessen, das hat er mich ja beim letzten Buch gestört. Pluspunkt für mich, es sind echt vernünftige Frauenrollen dabei. Also hat echt Spaß gemacht und auch an den Viechern habe ich meinen Spaß gehabt. An der ganzen, ja, im ganzen Zusammenspiel zwischen den Charakteren, das hat mir sehr viel gegeben. Also ich habe überhaupt nichts zu meckern, war ein klasse Buch. Vielleicht gebe ich ihm auch nochmal eine Chance. Und aber auch da, die sind halt auch nicht lang, ne? Also ja, die sind auch wieder halt 200 Seiten. Genau, das ist was Schnelles für zwischendurch. Aber andererseits, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe mein Schnelles für zwischendurch. Mein Stapel ist sehr hoch. Okay. Ja. Aber ich fand ihn ja nicht wirklich schlecht, aber hat mich nicht wirklich richtig überzeugt. Also, vielleicht schafft er das noch. Also ich finde es auf jeden Fall, ich fand, wie gesagt, Vietnam Black nicht schlecht, aber das fand ich sogar noch besser, muss ich ehrlich zugeben. Ich will dazu sagen, ich habe die englische Version gelesen. Ich weiß nicht, ob es schon eine deutsche gibt. Wenn, dann kann ich aber zur Übersetzung nichts sagen. Bei Vietnam Black habe ich eine Übersetzung gelesen gehabt. Das heißt, auch daran kann noch mal viel klemmen. Das weiß ich allerdings nicht. Ja, das hatte ich auch das Deutsche damals gelesen. Ja, mal schauen. Ansonsten, wo wir gerade noch bei kurzer Literatur waren, letztens hatte ich noch einen kleinen Zwischengag. Den fand ich übrigens auch gar nicht so schlecht. Das Tagebuch von Edward dem Hamster. Oh, von ich liebe Miriam es. Und Ezra Elia. Hat echt Spaß gemacht. Also, stellt euch vor, ein Hamster zwischen Nietzsche, Cioran und Sartre. Du hast den Titel nicht komplett vorgelesen. Das ist nämlich das Tagebuch von Edward dem Hamster 1991 bis 1991. Ich kenne das Buch schon einige Jahre und es ist eins, das ich tatsächlich, weil es wirklich nur so ein ganz winziges Büchlein ist, das verschenke ich gerne auch mal an Leuten, wo ich denke, okay, das passt vom Humor her. Mhm. Ja, doch, ich mag das sehr. Das ist sehr bekloppt. Mir war das tatsächlich doch überhaupt kein Begriff, aber ich weiß, ich habe früher gerne mal solche leicht humoristischen Sachen gelesen und so. Aber ich bin da halt schon seit ewigen Zeiten raus. Also das kenne ich eigentlich kaum noch was. Aber das wurde mir halt so als Neuempfehlung in meinen Scuba reingespielt. Und darüber bin ich dann drüber gestolpert. Ich habe echt Spaß gehabt. Ich meine, Geld würde ich dafür ehrlich gesagt nicht ausgeben, weil dazu ist es echt zu kurz. Aber ich glaube, gerade so als Gag geschenkt zum Beispiel für jemanden, ist das echt klasse. Ja, es ist ein sehr kleinformatiges Buch mit so ein bisschen härterem Einband. Ich glaube, 5 Euro oder was maximal kostet das. Also es ist jetzt auch nicht die Welt. So als wirklich als Gag-Geschenk ist das was Schönes, würde ich auch sagen. Wobei ich ja fast nur den... Also hier würde ich mir tatsächlich eine Ausgabe wünschen, die wirklich... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher gab es in den Buchläden so Miniaturbücher. Ja, die wirklich mini, mini, mini. Genau, die so wirklich nicht mal einen Daumen groß waren. So Lexika für Dialekte und so Zeug.
Da gab es auch Star Trek Bücher. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch eins liegen. Aber wirklich dieses Buch, also dieses Tagebuch des Hamsters in diesem Miniaturformat, das würde ich mir tatsächlich in den Schrank legen. Das würde ich so geil finden, alleine schon als Gag. Vor allem, wenn man da noch einen Hamster hat und man legt es so leicht vorne vor den Käfig, als wäre es rausgefallen. Doch, ja, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Das würde ich mir wünschen. Da gucken manche Leute bestimmt extra doof. Ja, was hast du denn noch als nächstes? Ja, bleiben wir bei kürzeren Sachen. Ich habe mir einen Schuber mit fünftigen Büchern geleistet. Mhm. Nämlich Philip K. Dick, sämtliche 118 Science-Fiction-Geschichten in 5 Bänden. Oh ja, der fehlt mir auch noch. Mhm. Es ist, ich meine, gut, es ist wie immer bei Kurzgeschichten. Es sind gute dabei, es sind schwächere dabei. Und ich habe bis jetzt auch erst den ersten Band gelesen, mit dem schönen Titel Und jenseits das Wupp. es ist also natürlich Science-Fiction sehr viel. Es sind ab und zu auch Ausflüge in die Fantasy dabei. Und es sind seine frühesten Geschichten. Das heißt, ja, manchmal ist es noch so ein bisschen wackelig. Mhm. Aber das, was man von Philip K. Dick kennt, also dieses metaphysische und ja auch philosophische Angehen an Science-Fiction-Themen, das findet man hier auch schon wieder. Und das fand ich eigentlich schön. Also ich habe diese Sammlung recht günstig irgendwo gesehen mal und habe dann zugeschlagen. Mhm. Ich bereue es auf keinen Fall. Das ist gut, auf jeden Fall. Nee, aber mit Philip K. Dick, ich weiß, ich würde ihn mögen, aber ich habe es bis jetzt echt noch nicht geschafft, sonderlich viel von ihm zu lesen. Aber ich bin ja momentan gerade dabei, da Bildungslücken zu schließen. Werdet ihr auch in den nächsten Folgen sicherlich viel davon hören. Aber doch kann ich mir vorstellen, dass man da zumindest größtenteils Spaß dran hat. Ja, also es sind viele Geschichten, wo du wirklich so ein bisschen danach noch denkst, okay, das war cool. Hm? Selbst wenn es jetzt nicht so der Knaller war, doch, er zwingt einen auch ein bisschen zum Nachdenken. Ich glaube, das wird mit den späteren Sachen noch schlimmer. Hm. Oder besser, je nachdem, wie man das sieht. Das mag ich aber eigentlich. Dann würde ich gleich in der Branche ein bisschen bleiben. Denn ich habe jetzt meine Liebe für Arthur C. Clarke entdeckt. Ich habe ihn vor einigen Jahren schon gelesen, einige Geschichten. Da habe ich aber noch meine Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Mittlerweile, glaube ich, bin ich alt genug, um ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Ich habe jetzt im September gelesen, Die letzte Generation. So, jetzt habe ich das Problem. Ich merke immer wieder, dass ich für Science Fiction generell zu fantasielos bin. Das wird dir wahrscheinlich nicht so gehen, Flo, oder? Nein, eigentlich nicht. Weil bei mir, ich weiß das zu schätzen, wenn da irgendwelche lustigen Galaxien da beschrieben werden und hui und toll und Zeug. Aber bei mir, also irgendwelche gigantischen Monster kann ich mir vorstellen, aber bei sowas hört es dann bei mir mit der Vorstellungskraft schlicht und ergreifend auf. Aber die Idee hat wirklich was, also die Idee von der Geschichte ist echt hübsch. Obwohl ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum glaubt ihr das einfach so unhinterfragt, was die euch erzählen. Und was ich noch ganz gut fand, die Geschichte war jetzt nicht ganz so verkopft wie die späteren Sachen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, kann man lesen. Es geht halt so grundsätzlich darum, es kommt eine Alien-Rasse auf die Erde, nimmt Kontakt auf, löst so die ganzen Konflikte auf der Erde. Es gibt zwar so ein paar Ansätze von Aufbäumen gegen diese Herrschaft, aber jetzt nicht sonderlich ernstzunehmendes. Und letzten Endes stellt sich halt heraus, dass sie quasi nur der Wegbereiter sind, um die letzte Generation der Erde, also die letzte Kindergeneration, fortzuführen, denn diese entwickelt neue Fähigkeiten, die dann zu entsprechenden Effekten führt. Sagen wir es mal so. Also es ist ganz nett, die Idee, es ist auch recht einfach zu lesen für Arthur C. Clarke, aber ja, die Bildsprache versagt bei mir noch ein bisschen. Ich habe so in den letzten Jahren auch wieder mehr von Arthur C. Clarke gelesen. Also ist auch so ein Autor, wo ich eigentlich noch viel aufholen möchte. Und was ich an ihm mag, ist, dass er, du hast ja, gut, die Bildsprache natürlich, aber er hat meistens eine sehr klare, eine sehr kurze Art zu schreiben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich schön, als wenn so viel rumgeschwurbelt wird. Ich meine, zu Stephen King kommen wir oft genug. Aber das mag ich eigentlich. Also ich habe seine 2001 und die Fortsetzung gelesen und die Rama. Darüber würde ich sagen, reden wir nächsten Monat. Weil die habe ich jetzt auch gerade gelesen, aber die hören im nächsten Monat. Ja, mehr wollte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen. Ja. Nein, also ich mag seinen Stil, aber es ist für mich auch nicht so für immer, also für zwischendurch hier und da mal, wenn ich auf Science Fiction eingestellt bin. Ja, genau. Das brauche ich für so Space Operas ohnehin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit ihm wesentlich besser klar als mit den Russen. Also so Stanislav Lem und so Zeug, das kann ich überhaupt nicht lesen. Ja, die sind auch anstrengend. Also Russen grundsätzlich. Ja. Die liegen einem schwer im Magen. Genau. Weil du gerade schon das Stichwort Stephen King gebracht hast, das will ich nur ganz kurz erwähnt haben. Wir haben natürlich auch diesen Monat, beziehungsweise im September, in einer kleinen Stadt gelesen. Und dazu werdet ihr dann demnächst eine eigene König-Buche-Dame-Gastfolge hören, die wir übrigens direkt im Anschluss an diese Folge aufnehmen werden. Ja, ich hoffe, ich habe genug zu trinken. Denn das wird, glaube ich, eine längere Sache werden. Ja. Gut, was hast du denn noch als nächstes gelesen? Na, wenn wir gerade dabei sind, bleibe ich bei dem Buch, das ich noch nicht durch habe, nämlich Stephen King. Das Institut, also sein neuester Roman. Mhm. Ich habe jetzt etwa 2/3 durch. Und ich hatte vorher schon sehr viel Lob für dieses Buch gelesen. Okay. Ich glaube nicht, dass es dir so unbedingt gefallen wird. Denn es spielen wieder Heranwachsende die Hauptrolle. Nee. Ja. Und ich bin ganz ehrlich auch noch unentschlossen. Also es ist natürlich wie immer gut geschrieben. Es ist interessant, ich bin auch gespannt, wie es ausgehen wird. Mhm. Ich erinnere mich so ein bisschen an Feuerkind mit diesem Institut. Also ist ein Institut. Die entführen halt Kinder, die übersinnliche Fähigkeiten haben. So ein bisschen wie die Firma. Genau. Mhm. Wird nicht so genannt, aber es kann gut sein, dass es derselbe Laden ist. Okay. Und diese Kinder sind dann in einem Vorderhaus, wo dann Tests mit ihnen gemacht werden und irgendwann kommen sie ins Hinterhaus und dann hört man nie wieder davon. Mhm. Und es wird so angedeutet, dass sie irgendwie mit ihren Kräften für politische Attentate oder so verwendet werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal sehen, wenn es fertig ist. Und in ein paar Jahren werden wir eh darüber reden. Es ist nicht schlecht, definitiv nicht. Also bei seinem letzten Roman, Der Outsider, hatte ich ja das Problem, der hat mir die erste Hälfte sehr gut gefallen und danach hat das komplett verhauen. Das kann ich hier noch nicht sagen, aber hier ist, abwarten. Also ich kann noch nicht ganz viel sagen. Es ist solide, aber es hat mich nicht so gepackt, wie ich gehofft hatte. Es geht mehr in Richtung Feuerkind als mehr in Richtung Brecher, nehme ich das richtig? Ja, würde ich sagen. Okay. Es hat auch zumindest bis jetzt noch keine so richtigen Horrorelemente. Okay. Mit Horrorelemente sagst du gleich das gute Stichwort, denn ich habe endlich eine Serie beendet. Ich habe ja in letzter Zeit so das Talent, mir aus Versehen Serien einzutreten. Und da ich ja ein Mensch bin, der Serien von Anfang bis Ende lesen muss, weil er sonst bescheuert wird, habe ich die Moving-In-Serie abgeschlossen, über die ich ja in den letzten Folgen schon gesprochen habe. Denn ich habe Band 4, The First Church, und Band 5, The Pauper's Crypt gelesen. An Band 4, muss ich sagen, habe ich schon noch ein bisschen Spaß gehabt. Natürlich haben wir hier das Problem, es wiederholt sich halt mittlerweile wirklich alles. Ich meine, es sind 5 Bände, es geht immer um dieselben Charaktere, nur die Gegenspieler ändern sich und es kommen halt 2-3 neue Leute dazu. Aber die Muster bleiben immer gleich und da ändert sich nicht viel. An Band 4, muss ich sagen, habe ich trotzdem noch meinen Spaß gehabt, denn hier gab es Geisterjapaner. Alles ist besser mit Geisterjapanern. Alles ist besser mit Geisterjapanern, genau. Und ich mag halt auch diesen leichten Militärflair, der da so mitkommt. Und weil du gerade mit mir wieder ein bisschen schimpfen wolltest, hier gibt es sogar einen jugendlichen Hauptcharakter und der ist nicht mal scheiße. Man kann das also auch gut machen. Man kann das gut machen, ich schimpfe da ja auch gar nicht. Ich komme da nachher auch noch zu einem Buch, aber ich gebe ja zu, dass es ganz oft nicht gut gemacht ist.
Nein, also hier hatten wir wirklich einen Jungen, da, ich schätze mal so 15 oder so, und der war echt erstaunlich unnervig. Also kann ich echt nicht schimpfen, hat Spaß gemacht. Und auch das ist halt eine Sache, die sind relativ kurz durchgelesen, also kein großer Akt. Mit dem fünften Teil, muss ich sagen, habe ich dann schon viel mehr Probleme gehabt. Ich meine, ihr müsst euch mal die Grundvoraussetzung vorstellen. Wir haben hier einen herzkranken Mann, der jahrelang Geister gejagt hat und, ich sag mal, ausgetrieben hat und so weiter. Er ist, wie gesagt, herzkrank. Möchte sich also deshalb zur Ruhe setzen, weil er Angst hat, dass er tot umfällt. Was ist wohl der Job, für den er sich entscheidet? Flo, rate mal. Ich habe da so eine Vermutung. Er wird sich wahrscheinlich ganz einfach zur Ruhe setzen. Nein, er wird Friedhofswärter. Ist das nicht fantastisch? Ja, das wäre mein dritter. Nein. Es ist großartig. Also wie gesagt, alleine die Grundprämisse, wie dämlich er zu diesem Job kommt, ist schon derartig hirnrissig. Und hier ist es dann halt wirklich so, das hat überhaupt keinen hübschen Twist mehr, wie es die anderen hatten. Und er gleitet einfach auch wirklich zu oft in Wiederholungen ab in dem Teil. Es gibt einfach hier keine neuen Elemente. Der versagt einfach hinten und vorne, der Teil. Und auch der sechste Teil der Serie ist halt, ja, wirklich nur noch dünn. Da gibt es dann auch wirklich nur noch den einen Schauplatz und einen sehr begrenzten Handlungsrahmen, sag ich mal. Aber, ja, also der sechste Teil heißt The Academy. Und da geht er so ein bisschen auch zurück in seine Familiengeschichte und in seine private Vergangenheit. Aber auch das, muss ich ganz ehrlich sagen, war leider kein würdiger Abschluss für die ganze Serie. Er ist trotzdem, weil er eben schnell zu lesen ist und weil man möchte ja gern die Serie beendet haben, trotzdem halbwegs erträglich, aber im Vergleich stinkt er halt echt ab. Aber ich habe trotzdem mit der Serie schon meinen Spaß gehabt. Wie gesagt, sind ein paar hübsche Dinge dabei. Aber, also länger hätte es nicht sein dürfen. Drücken wir es so aus. Ja, das ist bei Serien oft so. Gerade dann, wenn probiert wird, einen Abschluss zu finden, Enden sind nicht einfach. Ja, das stimmt. Und dann naja, verkackt allem, man ganz schnell. Halt, vor allem, weil es halt in dem Sinne keine... Die hängen zwar lose zusammen durch die Charaktere, aber halt nicht durch irgendeine grobe Grundhandlung. Das heißt, das ist so episodenhaft, da konntest du gar kein vernünftiges Ende schreiben. Drücken wir es mal so aus. Und das Ende, auch aus diesem letzten Teil, das war schon ganz okay, aber trotzdem nicht sonderlich beeindruckend. Ja, ich mache auch einen Rückgriff nochmal auf die letzte Folge. Da hast du ja erzählt, dass du Bill Bryson gelesen hast. Mhm. Und damit hast du mich ja angefixt, mal wieder Bill Bryson zu lesen. Und ich habe gedacht, ich fange mal bei einem seiner früheren Sachen an. Reif für die Insel, England für Anfänger und Fortgeschrittene. Cool. Mhm. Habe ich vor ewigen Jahren auch mal das Hörbuch gehört. Macht natürlich einfach Spaß. Ich habe nur ein Problem damit. Der Brexit hat mir dieses Buch versaut. Denn egal, was für beklopptes Zeug er hier beschreibt, es ist immer noch viel harmloser als die aktuelle Wahrheit. Das ist traurig, ja. Ja, aber es sind einfach schöne Momente, wenn er beschreibt, wie er zum ersten Mal auf die Insel kommt und seine ersten Erlebnisse mit der rabiaten Hausdame hat in seinem Motel, die ihn am zweiten Morgen beim kompletten britischen Frühstück anfährt, weil er die gebratene Tomate nicht gegessen hat. Wenn er nicht will, er das sagen soll, er hat das ganze Frühstück bestellt. Also sehr schöne Sachen wieder. Schöne Momente. Ja, man kann es sich richtig auch immer vorstellen. Ich habe auch ein paar andere Prisons wieder auf dem Stapel liegen. Ja, da freue ich mich drauf. Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gelesen? Ich habe es jetzt auf Deutsch gelesen. Okay, weil ich, also wie gesagt, ich habe Bryson jetzt erst kennengelernt. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich über ihn gestolpert, weil ich die Hörbücher gehört habe. Jetzt wisst ihr ja, wenn ihr diesen Podcast schon öfters hört, ich kann keine deutschen Hörbücher hören. Es funktioniert nicht. Mein Hirn spielt nicht mit. Und deswegen höre ich die Hörbücher alle auf Englisch. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, ich bin aber sehr gespannt drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in Originalsprache nochmal ein bisschen geschliffener kommt. Aber ich freue mich drauf.
Also ich kann die auch auf Deutsch empfehlen. Wie heißt das? Eine kurze Geschichte, nee, kurze Geschichte der von fast allem, so heißt es genau. Mhm, genau. Das ist so, so schnell werden die Dinge abgehandelt und erzählt. Es ist fast, als würde man einen Podcast hören. Genau das ist der Effekt und das finde ich großartig. Ja. Genau, aber deswegen, glaube, also das geht auch auf Deutsch. Entschuldigung. Ja, ich wollte nur sagen, also das geht bei mir auch auf Deutsch. Diese Hörbücher, man hört anders zu, als wenn man so eine Geschichte hört. Ja. Und was ich euch empfehlen würde, wenn ihr die Hörbücher hört, ihr müsst sehr auf den Sprecher achten. Also wenn er selber die Hörbücher erzählt, muss ich sagen, habe ich meine Schwierigkeiten. Also bei der englischen Aufnahme gab es bei der Geschichte von fast allem, die war von William irgendwas erzählt. Das war großartig. Und dann habe ich die, wie heißt das mit den Zuhause, die kurze Geschichte von Zuhause. Weißt du, was ich meine? Ja, wo er durch sein Haus geht und genau. Anhand der Gegenstände Geschichte, ja. Aber mir fällt auch nicht ein, wie das Buch heißt. Aber auf jeden Fall, das gibt's auch. Und das hat er zum Beispiel selbst eingesprochen in der englischen Version. Und da muss ich sagen, habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, dem Ganzen zu folgen. Aber bei ihm hängt's wirklich viel am Sprecher, habe ich so den Eindruck. Ja, es ist eigentlich oft so, dass wenn Autoren selbst vorlesen, dass da selten wirklich ein gutes Hörbuch rauskommt. Leider. Genau. Gut. Dann, auch da bleiben wir wieder bei Dingen, die wir schon mal besprochen haben. Du hast mir in einer der letzten Folgen mal Carlton Nellick ans Herz gelegt. Kannst du dich erinnern? Ja, sicher. Ich habe jetzt endlich mal mit Carlton Nellick angefangen, nämlich The Village of the Mermaids. Und ich muss sagen, ich hatte Spaß. Ja, es ist verstörend. Nein, es ist nicht ganz so dadaistisch, wie ich befürchtet hatte. Aber ja, in seiner Absurdität hat es sehr, sehr, sehr viel Schönes. Aber auch hier habe ich wieder den Effekt gehabt, dass mich gegen Ende meine Fantasie wieder ein bisschen im Stich gelassen hat. Aber ich habe echt Spaß dran gehabt und das Buch hat in mir durchaus was ausgelöst. Ich könnte es nicht beschreiben, aber es hatte was. Ja, ich empfehle da ja immer den Baby Jesus Anal Plug. Wenn ich es hier hätte, würde ich jetzt was zitieren daraus. Aber vielleicht ist es auch besser so, weil der Podcast ist ja nur explizit und nicht explizit explizit. Genau. Weil er schreibt, also ich glaube, bei dem, was er schreibt, da verlässt jeden die Fantasie. Der Mann ist einfach bekloppt. Ja. Aber es geht noch dadaistischer. Ich habe nämlich diesen Monat auch ein Buch abgebrochen. Nämlich This World is Full of Monsters von Jeff Vandermeer. Und da sagtest du ja auch, du kanntest zumindest den Namen. Ja. Hier muss ich sagen, ich habe es auf Englisch gelesen und da war es wirklich deutlich zu dadaistisch für mich. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass einfach nur in Kombination der Dadaismus mit der Sprache einen totalen Knoten ins Hirn macht. Kannst du da von ihm auf Deutsch irgendwas beurteilen? Wie gesagt, ich kenne den Namen, aber ich habe höchstens Kurzgeschichten oder sowas mal von ihm gelesen irgendwo. Roman habe ich tatsächlich auch noch nicht von ihm gehabt. Also auch hier, das ist eine relativ kurze Sache. Ich glaube, das waren auch 150 Seiten oder so. Also im Prinzip auch nur eine etwas längere Kurzgeschichte. Ich würde das wirklich gerne mal auf Deutsch lesen, ob es mir dann besser gefällt, aber auf Englisch war es echt nicht zu ertragen. Wollen wir gleich weitermachen mit dem nächsten Buch, was ich weggelegt habe, weil ich es nicht ertragen konnte? Ja, gerne. Dark Island von Matt James. Und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Eine wunderschöne Idee, wirklich eine wunderschöne Idee. Es geht halt auch wieder um so Flugsaurier und große Monster und Zeug. Aber null Substanz, also wirklich gar keine Substanz dahinter. Die dümmsten, dämlichsten Klischees, die ihr ausgraben könnte. Absolute Idiotie in jeder Handlung und auch wirklich lächerlichster Sexismus und ja, es macht mich einfach wütend, weil es wäre wirklich ein gutes Buch gewesen, hätte man sich ein bisschen Mühe gegeben. Aber nein, wir haben ja ein Vergewaltigungsopfer, das gerade einen posttraumatischen Belastungsflashback hat. Was macht er? Er hält sie an den Handgelenken fest.
Klar, was denn auch sonst? Also es gibt so Autoren, die möchte ich gerne den Hals umdrehen, weil sie so eine schöne Idee hatten und sie so komplett in den Sand setzen. Und das ist leider so ein Buch. Und noch ein Buch musste ich diesen Monat weglegen, aber auch hier bin ich wahrscheinlich wieder an der Sprachbarriere gescheitert. Nämlich Rialto the Marvelous von Jack Vance. Das ist bestimmt ein tolles Buch, das ist der dritte Teil einer Reihe, über die ich auch gleich reden werde. Auch hier echt eine niedliche Idee, es ist so ein bisschen eine weibliche Zauberin, die sich mit den männlichen Zaubererrat, so möchte ich es mal beschreiben, anlegt und die auch in Frauen verwandelt. Aber auch hier war es auf Englisch leider absolut nicht zu machen, weil durch diese ganzen Fantasy-Eigenbegriffe die englische Sprache eben wirklich zu sehr verwirrt hat. Also dem Buch würde ich wirklich gerne nochmal auf Deutsch eine Chance geben, dann hätte ich daran bestimmt Spaß. Aber die englische Version war mir leider echt zu schwierig. Hattest du mir Jack Vance empfohlen? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Also der Autor sagt mir was, aber ich glaube, ich habe noch auch noch kein Buch von ihm gelesen, tatsächlich. Okay. Naja, ich habe halt, also die Reihe ist so, die der erste Teil heißt Die Augen der Überwelt. Und, nein, stimmt gar nicht. Der erste Teil ist Die sterbende Erde. Und so nennt sich auch dieser ganze Zyklus. Die hängen nur ganz lose miteinander zusammen, also sie spielen einfach nur auf derselben Welt. Aber es ist halt so postapokalyptische Fantasy, drücken wir es mal so aus. Wobei ich ganz ehrlich sagen will, die Postapokalypse hast du wirklich nur im ersten Teil, also in Die sterbende Erde, so richtig gemerkt. Es ist allerdings an vielen Punkten echt überladen. Aber es sind wirklich hübsche Ideen dabei, es hat spannende Figuren, es hat auch sehr viel Humor, den ich sehr, 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 sehr gut finde. Aber ja, diese postapokalyptische Seite hat eben nur der erste Teil. Und dann gibt es noch weitere Teile, nämlich Die Augen der Überwelt und Kugel der Schlaue und Moreon und eben Rialto. Jetzt muss ich sagen, die Bücher schwanken sehr in ihrer Qualität. Und vor allem gibt es ein Problem wohl mit der Bezeichnung der Titel. Weil da wohl manche Titel doppelt sind in der einen Version, also in der englischen Version, in der deutschen dann ganz anders heißen, also auf jeden Fall totales Versionschaos. Aber wie gesagt, der Humor ist echt spaßig, der hat mir wirklich Spaß gemacht und es hat einfach ein paar hübsche Ideen. Kann man lesen, es tut nicht weh. Ja, ich hatte schon öfter mal so Sachen auf meiner Liste, wo ich gedacht habe, guckst du dir irgendwann mal an, aber naja. Mal sehen, wenn ich dazu komme. Also ich sag mal so, wenn ihr begrenzt Zeit habt und nicht den ganzen Zyklus lesen wollt, dann lest Die sterbende Erde. Die hat wirklich Spaß gemacht. Die anderen Teile kann man lesen, wenn man mal zu viel Zeit hat und Lust drauf. Einigen wir uns darauf. Ja, und mit zu viel Zeit, also ich habe auch wieder Bücher abgebrochen diesen Monat. Ein, zwei. Die habe ich mir jetzt aber gar nicht rausgelegt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr sagen, was es war. Andererseits, warum sollte man über solche Bücher auch großartig noch reden, wenn sie einen wirklich nicht überzeugt haben? Ja. Dann höchstens als Warnung und so schlecht, dass ich davor warnen würde, waren sie jetzt nicht. Sie haben mich halt überhaupt nicht gepackt. Was mich ein bisschen mehr gepackt hat, war von Rev James White, über den haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, das Buch Purer Hass. Und hier geht es darum, dass also die Polizei jagt einen Psychopathen und es stellt sich dabei heraus, dass es seit Mitte der 90er Jahre, also da gab es erst einen Serienkiller, der junge homosexuelle Männer ermordet hat, dann gab es später einen Killer, der Paare in ihren Betten umgebracht hat und dann später gab es einen Killer, der komplette Familien ausgelöscht hat und die Polizei stellt fest, das ist immer derselbe gewesen. Der hat sich nur seiner familiären Situation angepasst. Das ist nett. Das war auch richtig nett. Und sie kommen dann ihm auf die Spur, weil er tatsächlich dann Rache nimmt an einem alten Kumpel und einer Ex-Freundin. Und
versuchen ihn dann zu stoppen und das Ganze ist bei Rough James White ja nicht weiter ungewöhnlich, sehr blutig, ziemlich krass, aber es ist auch kein Torture-Porn oder so, es ist tatsächlich ein richtig guter Thriller, also da hatte ich meinen Spaß mit. Cool, auf jeden Fall. Ja, an ihn habe ich mich noch nicht reingetraut, es kommt aber irgendwann. Irgendwann höre ich auf dich. Ja, es ist halt einer der Autoren, so wie Edward Lee auch, die bei Festa sehr viel erscheinen. Und weil ich diese Horror- und Thriller-Taschenbuchreihe einfach komplett lese, egal was erscheint, da habe ich den halt immer wieder regelmäßig drin. Nee, aber das kann ich mir auch, das klingt so von der Beschreibung her echt nett. Kann man machen. Echt nett war auch Primordia 1 von Greg Beck. Wir haben uns ja gerade schon über die andere Dinosaurier-Geschichte aufgeregt, beziehungsweise ich mich. Hier haben wir wieder eine Dinosaurier-Geschichte, die echt Spaß gemacht hat. Das ist so ein bisschen, und das ist auch direkt daran angelehnt, Arthur Conan Doyle, Die vergessene Welt. Wir haben also einen richtig klassischen Abenteuerroman in der modernen Welt jetzt, mit wirklich angenehmen Charakteren, und das ist selten, vergleichsweise wenig Dummheit, also von der Grundprämisse mal abgesehen. Und vor allem das Beste daran, es gibt einen Dino namens Bertha. Nein, ist ein Buch, an dem ich echt Spaß hatte, kann man echt lesen. Idee ist halt, es gibt einen Kometen oder was in der Art, was halt alle 10 Jahre ein Dimensionstor, möchte ich es mal nennen, öffnet. Und in diesem Dimensionstor, wenn man da eben an einer bestimmten Stelle auf einem Hochplateau irgendwo im Amazonas rumsitzt, dass dann halt da auf einmal Dinosaurier rumlaufen und die Vegetation ist ganz anders und so. Aber blöderweise, wenn du halt den Absprung verpasst, bevor dieser Komet wieder weg ist, bist du halt in dieser Welt gefangen und kannst die nächsten 10 Jahre nicht mehr raus. Das ist auch der Grund, warum diese Reihe noch zwei weitere Teile hat. Den zweiten Teil habe ich auch gelesen, darüber reden wir dann später. Aber den dritten Teil kenne ich noch überhaupt nicht. Aber der erste war auf jeden Fall richtig gut, war diesen Monat mein bestbewertetstes Buch und hat echt Spaß gemacht. Also, wenn ihr so auf klassische Abenteuergeschichten steht, da habt ihr auf jeden Fall was. Das könnte ich mir mal angucken. Ich mag also, die Vergessene Welt von Conan Doyle habe ich noch nicht gelesen, die steht aber auch auf der Liste. Ich habe ein bisschen Probleme, also ich rede jetzt vom Original Conan Doyle, ein paar Probleme mit seinem Stil. Ja, und natürlich auch mit der Art, wie er schreibt. Also ist natürlich sehr kolonial-rassistisch. Nichtsdestotrotz wage ich mich immer mal wieder ab und an einen der alten Tarzan-Romane, weil Fantasie hatte der Mann ja schon. Also, ja, das stimmt. Ja. Ja, und hier die Geschichte ist halt auch tatsächlich wirklich an Conan Doyle angelehnt. Also die Grundprämisse ist halt die, dass diese Expedition, die er in Vergessene Welt beschreibt, von einem Verwandten der handelnden Hauptperson damals durchgeführt worden ist und Doyle quasi nur darüber geschrieben hat, weil die beiden befreundet waren. Also es hat schon sehr, sehr nahe Anlehnungen daran. Es hat echt Spaß gemacht. Also habe ich überhaupt nichts zu meckern. Und auch hier, und das ist mir mittlerweile echt wichtig, es gibt Frauen, die hier mitspielen und sie sind nicht dämlich. Und sie sind nicht dämlicher beschrieben, als sie sein müssen. Drücken wir es so aus. Ja, das war eine sehr schöne Umschreibung gerade. Da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, aber das ist halt immer bei den meisten dieser Dinge das Problem. Die wollen gerne eine Frauenfigur reinschreiben und entweder ergehen sie sich dann darin, dass sie nur beschreiben, wie sie sich gerade umzieht und wie der Schlamm ihre Titten bedeckt oder was weiß ich was, die aber nur dekoratives Beiwerk sind, oder alternativ halt entweder der Punkt sind, der zum Unglück führt, oder einfach nur schlicht dämlich. Und das stört mich. Aber das hat Beck hier wirklich gut hingedrückt. Also kann ich überhaupt nicht schimpfen. Ja, also es klingt auf jeden Fall interessant. Wie viele Bücher hast du denn noch? Ich habe jetzt noch 3. 3. Gut, weil ich habe jetzt eigentlich nur noch 1. Dann würde ich sagen, mach du noch mal 1 und dann komme ich zu meinem bestbewertetsten. Nur, dass ich natürlich nicht bewerte, aber ja. Okay.
Ich habe gelesen, den nächsten Brian Keane, den kennt ihr ja mittlerweile schon, den Namen, den hatte ich letztens angefangen mit einem zweiten Teil, bei dem es mir nicht bewusst war, dass es der zweite Teil ist. Deswegen habe ich den Wut und Brand weggelegt, weil er mir auf den Sack ging. Es war ein klassischer Zombie-Roman. Jetzt habe ich dann durch Zufall erfahren, dass das tatsächlich der zweite Teil war, den ich da versucht habe zu lesen. Und weil ich das nicht auf mir sitzen wollte, lassen wollte, habe ich den ersten Teil dieser Reihe gelesen, nämlich Die Auferstehung. Ja. Grundproblem an der Sache, ich mag keine Zombies. Aber das ist für einen Zombie-Roman echt akzeptabel gewesen. Weil die Zombies haben Humor, die Zombies haben eine eigene Intelligenz, die Zombies haben auch eigene Motive und sie sind mehr dämonisch besessene Entitäten als klassische Zombies. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, einen Twist, der ja durchaus lohnenswert ist. Also es war jetzt natürlich kein blankes Gold, aber es hat mich zumindest so weit motiviert, dass ich mir auf jeden Fall den zweiten Teil auch noch antun werde. Obwohl es ein Zombie-Roman ist. Ja, die Zombies, ich weiß gar nicht, ob es noch einen dritten gibt, oder ich glaube, es gibt noch einen, der in dieser Welt spielt, also mit diesen dämonischen Zombies. Ja, ich habe das vor ein paar Jahren gelesen und ich finde dasselbe, was du sagst, für einen Zombie-Roman ganz gut, ja. Ja, und vor allem, was ich hier wirklich zu schätzen weiß, ist der Humor, den die Bösewichte haben. Das magst du ja ohnehin. Genau. Ja, aber ich meine, wie gesagt, er nimmt da so einen Haps aus so einer noch nicht ganz toten Frau und die kommentiert, also er nimmt den Haps und das Stück Fleisch, das er da gerade abgebissen hat, fällt ihm direkt aus den Eingeweiden wieder raus. Und dann wird er so gefragt, der Oberzombie, warum genau macht ihr das jetzt ja eigentlich? Weil am Essen an sich kann es ja nicht liegen, weil ihr behaltet es ja nicht drin. Und da sagt er, nö, aber es macht so viel Spaß, wenn sie schreien. Also den Humor in diesem Buch fand ich klasse. Da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Ja, ich bin sowieso mittlerweile ein Fan von Keane. Es ist nicht alles Gold, was er schreibt, aber er unterhält mich doch ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Und er hat halt einen sehr schnellen Stil, sag ich mal. Also da hält sich nicht an irgendwelchen dämlichen Beschreibungen stundenlang auf, wie es King zum Beispiel manchmal macht, sondern er kommt halt recht schnell zum Punkt und das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Ja, auch wieder einer, der nicht so gerne schwafelt. Was hast du denn noch? Ja, ich habe es vor mir hergeschoben, weil ich auch, es ist jetzt ein Monat her, dass ich das gelesen habe, ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber sprechen soll, All die Finsternis inmitten der Sterne von Bryn Greenwood. Das Buch ist eine Liebesgeschichte. Man lernt die weibliche Hauptfigur, also es wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt, lernt man im Alter von etwa 5-6 Jahren kennen. Weil ihre Eltern in den Knast kommen, kommt sie zu ihrer Tante und dann später zu ihrer Großmutter und dann kommen die Eltern irgendwann wieder und als sie 8 ist, glaube ich, lernt sie einen sehr großen jungen Mann kennen, der gerade einen Motorradunfall hatte. Und die beiden freunden sich an. Also er arbeitet auch für ihren Dealer-Vater. Und es entwickelt sich zwischen diesen beiden also eine Beziehung, die dann, als sie 13 ist und er so, ja, sagen wir mal Ende 20, ernster wird. Das Ganze, also sie werden dann wieder auseinandergerissen und es geht dann wirklich über 2 Jahrzehnte, die ganze Geschichte. Und ja, es ist merkwürdig, weil eigentlich will man diese Beziehung nicht gut finden. Da ist so ziemlich alles falsch dran, was nur falsch sein kann. Aber wenn du dieses Buch liest, weißt du auch, das ist das Beste, was mit diesen beiden Figuren passieren kann. Und das ist extrem, es ist sehr gut geschrieben, das ganze Buch. Ich mag diese Hauptfigur, Wavy heißt das Mädchen. Sie spricht nicht, es sei denn, sie muss mal, dann kommt mal ein Wort oder so. Sie ist sehr intelligent.
lässt das aber nicht raushängen, sehr an Astronomie interessiert. Deswegen auch der Titel All die Finsternis inmitten der Sterne. Sie isst zum Beispiel nur, wenn keiner ihr dabei zuguckt. Das heißt, tagsüber vermutlich, also meistens gar nicht, sondern sie schleicht sich nachts dann raus und isst dann was. Sie ist ein sehr, sehr merkwürdiger Charakter, aber unglaublich sympathisch. Mhm. Also sie ist keins dieser nervigen Scheiße. Genau. Es steht hinten drauf, das Buch wäre eine eindringliche Coming-of-Age-Geschichte. So würde ich das auch gar nicht sagen. Also, es ist nicht Coming-of-Age. Es ist echt schwer zu beschreiben. Man merkt ja, ich finde die Worte nicht so richtig. Man will es nicht gut finden, aber es ist doch sehr schön. Es klingt auf jeden Fall spannend. Und ich sag mal so, ich bin aus eigener persönlicher Geschichte da vielleicht auch ein bisschen anders offen. Weiß ich nicht. Natürlich nicht so krass, aber ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Buch ist, das was in einem auslöst. Und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Die Autorin ist selbst wohl auch als Tochter von zwei Dealern aufgewachsen. Und sie muss wohl auch eine Beziehung zu einem älteren Mann gehabt haben. Sie schreibt aber ausdrücklich, dass es nicht autobiografisch ist, was sie hier schreibt. Aber ich glaube, du merkst auch schon, also sie kann diese Verzweiflung, ja, es ist nicht mal Verzweiflung, es ist einfach eine unglaublich bedrückende Normalität. Und das beschreibt sie auch wundervoll, also selten so gelesen wie in diesem Buch. Wahrscheinlich musst du es wirklich sowas erlebt haben, um so drüber schreiben zu können. Kann ich mir gut vorstellen. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Werde ich mir sicherlich, wenn ich mal wirklich im Hirn auch eine ruhige Minute habe, sicherlich mal anschauen. Ja, ich glaube, das braucht man dann auch. Ja, kommen wir wieder zu den leichteren Themen. Ich habe nämlich einen weiteren Pratchett gelesen, nämlich Total verhext. Und wie bei allen Hexenromanen bis jetzt habe ich echt locker über die Hälfte von dem Buch gebraucht, um überhaupt reinzukommen. Aber die zweite Hälfte war derartig genial. Ich habe so viel Spaß an der zweiten Hälfte gehabt. Und spätestens jetzt habe ich auch tatsächlich meinen Pratchett-Lieblingscharakter gefunden. Nämlich die menschliche Manifestation von Guibo. Ja, ich erinnere mich. Das war toll. Nein, also ich habe mit den Hexen, wie gesagt, meine Probleme. Und die erste Hälfte des Buchs ist echt ein bisschen schwierig. Aber das Ende entschädigt für alles. Also hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Hat natürlich wie alle Pratchett-Dinger wieder tonnenweise Zitate, mit denen ich euch eigentlich totschmeißen könnte. Aber ja, war cool, auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt im Herbst, Winter auf jeden Fall auch mal wieder den einen oder anderen Pratchett lesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Du liest ja die Reihen nacheinander. Mhm. Ich lese ja die Romane chronologisch ja. Mhm. Nein, aber hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, obwohl ich mit den Hexen immer ein bisschen fremdle, ja, es war cool. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wie gesagt, alleine für Guibo lohnt sich das. Würde ich sogar so sagen, gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als Macbeth. Dazu sind die beiden bei mir zu lange her, um das direkt vergleichen zu können. Ja, als letztes habe ich noch eine Anthologie gelesen. Das ist bei mir immer so ein bisschen eine Herbstkrankheit. Im Herbst hole ich mir immer Anthologien, weil ich ja eigentlich überhaupt kein Kurzgeschichtenmensch bin. Aber ich habe diesmal einen echten Glücksgriff getan mit der Sammlung Der silberne Spiegel, herausgegeben von Christian Dürger. Und da muss ich sagen, das ist eine echt hübsche Sammlung. Wie gesagt, alles Kurzgeschichten, alles so Richtung Horror und mit echt vielen großen Namen. Das sind wirklich viele und erstaunlich viele echt gute Sachen dabei gewesen und wirklich verhältnismäßig wenig richtig schlimmer Dreck. Und das ist bei Kurzgeschichtensammlungen bei mir immer wirklich schwierig, weil meistens hast du halt, auch wenn da viele gute dabei sind, mindestens genauso viele, die einfach nur wirklich fürchterlicher Mist sind. Und das hier aber wirklich nicht, es ist ein empfehlenswerter Einstieg in das Horrorgenre, finde ich persönlich.
Und ja, wie gesagt, es hat halt viele, viele Namen, die man kennt. Also Arthur Conan Doyle ist dabei. Es ist dabei Mary Shelley. Es ist dabei Robert Bloch. Es ist dabei Bradbury. Es ist Crowley dabei. Marion Zimmer Bradley, wobei ich darauf echt hätte verzichten können. Also einige bekannte Namen auf jeden Fall. Auch Arthur C. Clarke hat da was beigesteuert. Genauso wie Ramsay Campbell. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, den mag ich auch sehr. Also, echt Spaß gemacht. Es sind 14 Geschichten. Die Mehrheit davon echt in Ordnung. Einige davon so, ich will nicht mal sagen schlecht, sondern einfach schwierig in manchen Hinsichten. Bringt auch so aus. Aber das Gesamtpaket ist, glaube ich, als Einstieg echt nicht verkehrt. Also wenn man so ein bisschen in die großen Namen reinschauen möchte, ohne sich da einzelne Bücher zu kaufen, kann man das echt machen. Kleine Warnung allerdings, richtig gruselig sind die Geschichten alle nicht. Ja, aber das ist bei so ganz Klassikern ist das selten der Fall. Genau. Ich glaube, da ist man heutzutage zu abgebrüht. Richtig. Aber wie gesagt, also im Großen und Ganzen echt eine Empfehlung kann man machen. Kostet, glaube ich, auch nicht viel. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber es lohnt sich. Also die kann man sich echt ins Regal stellen. Die sieht auch hübsch aus im Cover. Passt. Ja, klingt gut. Ich habe auch ein paar Anthologien wieder hier. Also auch ältere Sachen. Es sind wohl 80er, 90er Jahre irgendwann, wohl eher 80er, mehrere Bücher erschienen hier in Deutschland unter dem Twilight Zone Logo. Mhm. Das auch wirklich so kreuz und quer alles enthält. Ich bin mal gespannt, wird also in der nächsten Zeit auch kommen. Für mich ist auch so der Herbst so Anthologienzeit. Okay, wo du gerade das Stichwort Anthologien sagst, auch hier greife ich vor. Die Besprechung folgt dann in der nächsten Folge. Aber es ist eine neue Anthologie erschienen und die möchte ich gleich an dieser Stelle nochmal bewerben, weil ich erstens daran wirklich wahnsinnig viel Spaß hatte und zweitens, weil ich glaube, es hilft den Autoren und dem Herausgeber sehr, wenn da jetzt direkt zum Start vielleicht ein kleiner Schwung kommt. Die nennt sich Antenacht, herausgegeben von Bruno E. Tüke. Ich nehme mal an, man spricht ihn deutsch aus, das weiß ich nicht genau. Es ist eine fantastische Anthologie und der Verkauf geht in die Förderung von Wildbienen. Und auch hier ist es halt wirklich so ein bisschen horrorthematisch, beziehungsweise herbstthematisch. Wenn ihr also eine kleine, nicht allzu teure Anthologie sucht, mit hübschen Illustrationen und Zeug und was für den guten Zweck tun wollt, die kann ich euch wirklich uneingeschränkt ans Herz legen. Weitere Details folgen dann im Oktober. Ja, also ich wäre jetzt dann für diesen Monat durch. Ich auch. In jeder Hinsicht. Dann gucken wir mal, was denn so der Oktober-Lesestapel so alles bringt. Genau. Bei mir wird es wieder viele, viele Serienenden geben. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger ausfallen. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder so einen Leserhythmus reinbekomme. Na gut. Flo, es war wundervoll, dass du da warst. Es macht immer wieder Spaß, mit dir über Bücher zu reden. Ja, es ist mir eine Ehre. Liebe Hörerschaft, ich freue mich auch, dass ihr dabei wart. Auch mit euch macht es immer wieder Spaß. Und ich hoffe, wir konnten euch auch diesmal wieder ein bisschen kluge Ratschläge geben, Hinweise geben, Tipps geben, was ihr so lesen könnt und wollt. Wenn ihr genauere Rezensionen haben möchtet, guckt auf Dela rezensiert auf meiner Webseite oder auf den Hashtag DelaTerratur. Da findet ihr auch zum Beispiel für die Anthologien jeweils eine ganz kurze Notiz zu den einzelnen Geschichten, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ansonsten hören wir uns, wie gesagt, hoffentlich Ende diesen Monats nochmal wieder für die Bücher des Oktober. Ansonsten gucken wir einfach, wie wir das machen. Flo, war schön. Ich danke dir. Lasst es gut gehen. Ich danke und ich danke euch allen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war DelaTerratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause DelaSaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.